Der Indoraptor greift an und damit herzlich willkommen zurück zu einer Folge Jurassic World Live. Ich bin euer Stormy. Diese Woche könnt ihr auf meinem Kanal wieder 15 Euro Online-Guthaben gewinnen, sei es PSN, Google Play oder Paysafe Card Guthaben. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach. Ihr müsst den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Neuigkeiten zum Spiel mehr verpasst, einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben, dann seid ihr schon bei der Verlosung dabei. Den Gewinner werde ich nächste Woche im Video ziehen. Viel Erfolg euch allen. Vielen Dank fürs nochmalige Einschalten heute, aber ich sage euch, das Video müsst ihr unbedingt schauen. Es lohnt sich, denn der krasseste Strike-Event, Brutkasten, was auch immer, ist eben aufgetaucht, und zwar Indoraptorenangriff. Ihr seht es im Hintergrund, noch 22 Stunden und 14 Minuten, also bis morgen 15 Uhr. So ein krasses Teil, sage ich euch. Richtig, richtig krass. Eine Stufe, ihr seht es, und ihr bekommt wieder einen epischen Brutkasten. Richtig, richtig nice. Zur Event-Beschreibung. Indoraptorenangriff. In diesem Angriffsereignis musst du den furchteinflößenden Indoraptor besiegen, um deine Belohnung zu erhalten. Nutze zähe oder gepanzerte Tiere, um seine Geschwindigkeit auszugleichen. Fähigkeiten wie übermächtiger Angriff, Schwanzstacheln oder verlangsamender Stoß helfen dir, die Oberhand zu gewinnen. Und ja, ich kann euch sagen, es ist nicht einfach, aber ich habe es auf meinem Account gemacht und auf einem, ja, leichteren Account, oder nicht leichteren, auf einem tieferen Account, auf dem Account von meiner Freundin, die ist nämlich gerade mal Level 8, und ich zeige euch gleich, wie ich das da geschafft habe. Aber zunächst einmal zu meinem Account, wie ich das Ganze geschafft habe. Wie gesagt, ein Gegner. Ihr solltet auf jeden Fall eure Stärken ausnutzen. Zum einen, ich habe auf jeden Fall den Velociraptor mitgenommen. Der ist schneller als der Gegner, wenn ihr nicht Pech habt und der seinen Angriff, ja, den ausweichenden Stoß einsetzt, oder wie das heißt, wo er eben schneller ist, und sich damit um 50% quasi auch, ja, Ausweichchancen bekommt für drei Runden. Wenn ihr da natürlich Pech habt, dann ist das trotzdem schwierig, aber ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, Saurier mitzunehmen, die den Gegner verlangsamen. Darunter also der Stegoceratops, Kentrosaurus, Stegodeus, Monostegotops, die ganzen Saurier. Der Panzer hilft euch dabei nicht, der Gegner kann Panzer und Schutz durchbrechen, also ist ein sehr, sehr mächtiger Saurier, und ich kann euch sagen, der Gegner ist auf Level 30. Das macht es nicht leichter. Im Hintergrund seht ihr, wie ich das Ganze geschafft habe. Als Belohnung, da möchte ich jetzt schon mal drauf eingehen, bekommt ihr den Brutkasten hier, Stufe 13. Habe ich ihn ja, 304 garantiert erhältlich. Es ist ein ganz normaler epischer Brutkasten, das heißt, das, was da drin ist, ist jetzt nicht irgendwie nach einer Kategorie, dass nur schnelle Saurier drin sind. Das kann kunterbunt gemischt sein, und deswegen lohnt sich das umso mehr. 304 epische DNA, 516 seltene DNA, 5883 gewöhnliche DNA und 11684 Münzen. Also das war schon wieder sehr, sehr krass. So, im Hintergrund seht ihr ja, wie ich das Ganze geschafft habe. Aber jetzt kommen wir mal dazu, wie ihr das vielleicht auf einem schwächeren Account schaffen könnt. So, und zwar seht ihr hier das ganze Screenshot von meiner Freundin in ihrem Account. Sie war dabei und ich habe das Ganze für sie mal gemacht, weil leider konnte ich den Kampf nicht aufnehmen, weil das Ganze, das Handy ist eine ältere Version und hat eben keine Screen-Recording-Funktion. Und ja, ihr seht, ich habe mitgenommen Velociraptor Level 15, Kentrosaurus Level 13, Amagrocephalus Level 13, Stegoceratops Level 14. Also das sind alles keine guten Accounts, und sie, ihr Account ist auf Level 8. Also ihr habt, wenn ihr euch richtig anstellt und ein bisschen Glück habt, könnt ihr das auch schaffen. Ich habe mit dem Account so gekämpft, um euch das mal nachzuerzählen. Ich habe als erstes natürlich den Velociraptor gespielt. Ab dem guten Indominus Rex, der hat da, ja, ich glaube, 4500 Leben, hab dem 1500 Leben abgezogen, also ein Drittel. Er hat mir natürlich einen ordentlichen Schlag verpasst, hatte seinen immunen, ja, seinen ausweichenden Angriff dann auch eingesetzt, dass ich nochmal den normalen eingesetzt habe, musste ihn dann wechseln. Hatte dann, glaube ich, noch mit dem Velo 200 Leben, habe dann aber auf den Kentrosaurus gewechselt, weil ich wusste, der Kentrosaurus auf Level 13, der ist eh One-Hit für den anderen. Ich wollte aber meinen Velociraptor noch drin behalten mit Leben, damit er einfach nochmal einen schnellen Angriff, wenn ich ihn dann wieder einwechsel, ausführen kann. Habe den Kentro eingewechselt, der ist One-Hit gestorben, und somit stand es 1:0 für den Gegner. Ich den Velo wieder reingehauen, der hat wieder seinen guten Angriff eingesetzt, und da hatte ich jetzt Glück. Gegner hatte seine Ausweichchance drin, aber wir haben ihm trotzdem eins mitgegeben. Wieder 1500 HP abgezogen, und damit hatte er nicht mehr so viel. Und dann war, glaube ich, genau, dann haben wir ihm nochmal, weil er gerade, weiß nicht genau, was er eingesetzt, jedenfalls konnten wir ihm dann nochmal Schaden machen.
Weiß nicht, ob es mit dem Velo war. Ich glaube, ich hatte den Velo vorher ausgetauscht und konnte dann hier nochmal Schaden mit ihm machen. So knapp 500, 600 irgendwie. Genau, und dann hat der Gegner nicht mehr so viel Leben und der Velo ist gestorben. Es stand dann 2-0 gegen mich. Ich hatte noch übrig den Stegoceratops und den Amorgocephalus. Habe ich gesagt, gut, wir nehmen den Stegoceratops mit, der ist nicht One-Hit. Hab dann auch den Schwanzstachelangriff eingesetzt, damit der Gegner eben verlangsamt wurde. Und danach hat man eben die sehr guten Betäubungschancen. Und das ist das, was ihr hauptsächlich ausnutzen solltet. Der Gegner ist nicht immun wie der Indominus Rex, ja. Ihr könnt ihn betäuben, ihr könnt ihn verlangsamen, ihr könnt ihn komplett debuffen. Deswegen vielleicht auch der Monolophosaurus gar nicht so schlecht, der eben zweimal den Angriff um 50% reduzieren kann. Damit macht der Gegner auch keinen Schaden mehr. Aber der ist halt dann schneller. Da müsst ihr halt aufpassen, weil viele Saurier sind gegen den Indoraptoren auf Level 30 One-Hit. Hier dann noch eingeblendet, Erfolg. Ich habe das Ganze geschafft. Ihr seht den Account Cookie Girl von meiner Freundin, ihr kennt ihn. Da ist auch der Bootkasten und hier seht ihr auch den Account, den sie hat, Level 8 eben. Und hier seht ihr einfach mal ihre kompletten Saurier. Und ich denke, ich habe da schon ein paar gute Saurier mitgenommen gehabt. Und wie gesagt, ich habe es mit den vier Sauriern auf dem Account geschafft. Das heißt, ab Level 8 viel tiefer sollte der Account nicht sein. Natürlich könnt ihr auch einen Level 7 Account haben und die vier passenden Saurier auf dem richtigen Level haben, dann schafft ihr das auch. Aber ich habe da Hoffnung, dass einige von euch das auch schaffen können. Ich drücke euch auf jeden Fall dabei die Daumen. So viel dazu zu dem überkrassen Event. Schon vor lange jetzt darüber erzählt, das ist im Hintergrund längst vorbei. Weiter ging es dann nämlich noch ein anderes Strike-Event. Da möchte ich jetzt noch kurz drauf eingehen. Ist nicht ein schweres Event. Ihr seht es hier eingeblendet. Nur die Starken. Geht noch ein Tag und 22 Stunden, sprich bis Montag 15 Uhr. 5 Siege braucht man hier. Bekommt dreimal Coins und zwei Brutkästen. Die Eventbeschreibung: Deine Gegner sind schwere Keulenschwinger, die hohen Schaden verursachen. Nutze schnelle Tiere, die den Schaden deiner Gegner reduzieren oder mit Sprungangriffen hohen Schaden verursachen. Hier trifft ihr wieder auf, ich glaube, Tarosaurus, Allosaurus und den Tyrannosaurus Rex Generation 2 sind alles keine schweren Tiere, gegen die ihr kämpft. Da wird euch sicherlich der Velociraptor mit seinem Sprungangriff helfen. Und wenn ihr es nicht ausreichen sollte, könnt ihr dann auch ruhig einen anderen Raptoren mitnehmen oder eben auch den Monolophosaurus, der den gegnerischen Schaden reduziert. Also ähnlich wie diese Woche schon mal bei einem Event, ich weiß nicht genau welches das war, da könnt ihr ruhig auch einen Diplocaulus mitnehmen, der den Schaden reduziert oder weitere Saurier. Also das ist kein so sonderlich schweres Event und das solltet ihr auf jeden Fall schaffen. Das ist so ein bisschen der Ausgleich zu dem überkrassen Indoraptor-Event. Belohnung bekommt ihr, wie gesagt, die ersten beiden Stufen Coins, dann bekommt ihr einen Brutkasten, garantiert 27 seltene DNA, 295 gewöhnliche DNA, 516 Coins und 10 Pfeile. Dann bekommt ihr noch einmal Coins und nach dem fünften Win bekommt ihr wieder einen Brutkasten mit garantiert 18 Tyrannosaurus Rex DNA, deswegen lohnt sich das Ganze schon. 71 seltene DNA noch dabei, 785 gewöhnliche, über 1000 Münzen und 15 Pfeile. Also ist auf jeden Fall ein gutes Event. Was da bei mir neu war, ihr seht es auch im Video, es war diesmal ein Fragezeichen da bei diesem Strike-Event anstatt einem T-Rex auf dem Bootkasten. Ich weiß nicht, ob es gebuggt hat, weil in den Bildern hier ist es definitiv der Tyrannosaurus Rex Generation 2 auf beiden. Und ja, das könnt ihr auf jeden Fall schaffen. Ich drücke euch bei beiden die Daumen, auch bei dem Indoraptor-Event. Es ist nicht so einfach, es ist ein bisschen leichter, finde ich, als das andere epische Strike-Event, was wir vorgestern hatten. Aber ist auf jeden Fall nicht komplett auf die leichte Schulter zu nehmen, auch wenn ich das mit meinem Account relativ easy geschafft habe. Ihr könnt auf jeden Fall auch noch den Indominus Rex da mitnehmen, denke ich, mit Tarnung. Und wenn ihr dann Glück habt und der haut vollkommen rein, aber ich weiß halt nicht, ob ihr den alle schon so freigeschaltet habt. So viel dazu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Schon allein, dass der Indoraptor, dass ihr gegen den kämpfen musstet, hat jeder die Chance mal gehabt. Richtig nice. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.